Video, hör auf mit den Faxen. Ja, man merkt richtig, dass man was macht. Spaß machen für mich als Normalbürger, sag ich mal, etwas mutig, etwas auffälliger. Ja, liebe Bayern-Fans, wir wollen euch natürlich auch in dieser ganz besonderen Zeit mit euren Profis zusammenbringen. Und das wollen wir heute machen im Zuge eines Videocalls mit Serge Gnabry und Joshua Kimmich. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da seid. Ja, sehr gerne. Servus. Josh, wir fangen mal mit dir an. Die erste Frage, die vielen Zuschauern, vielen Fans natürlich auch unter den Fingernageln brennt, die auch ganz offensichtlich ist. Wie geht's dir in dieser ja, sehr besonderen Zeit? Ja, mir geht's soweit gut. Ich bin zum Glück fit und gesund, meine Familie auch. Von dem her ist alles in Ordnung. Serge, wie ist das jetzt, nicht jeden Tag an derselben Straße zu sein, nicht jeden Tag im Mannschaftstraining am Platz zu sein? Auf jeden Fall sehr, sehr langweilig, dass wir alle nur zu Hause sind. Zum Glück haben wir irgendwie so ein Videotool, mit dem wir alle zusammen trainieren, unsere Übungen machen, und es hält ein bisschen bei Laune. Und ja, schade, dass wir einfach nicht beisammen sein können und trainieren können. Wir haben schon gesehen, also über dieses Videotool, über das wir jetzt auch gerade diesen Talk machen, trainiert ihr auch. Also Dr. Holger Broich, der Fitnesschef, ist hier an der Säbener Straße, macht Übungen vor. Josh, wie funktioniert das Training? Hast du da den Eindruck, dass das irgendwie in die richtige Richtung geht? Ja, ich muss ehrlich sagen, am Anfang war ich sehr, sehr skeptisch, ob da was Sinnvolles bei rumkommen kann. Aber man muss echt sagen, dass es Spaß macht. Es ist eine gute Gelegenheit, sage ich mal, für uns, um auch in Kontakt zu bleiben. Jeder ist da mit dabei. Man kann sich sehen über das Handy oder womit man auch immer da angemeldet, eingeloggt ist. Und man muss auch an der Stelle ja an den Fitnessjungs ein Kompliment machen, weil das echt gut funktioniert. Wir sind da gut am Schwitzen, geben da echt Gas, und es ist auch so, dass eigentlich jeder Spieler sehr, sehr gut mitzieht. Wir haben es auch gesehen, wir hatten auf den FC Bayern-Kanälen die Tage auch ein Video zu diesem Training. Also es sind intensive Einheiten, sehr geht aber dann das Fußballspielen am Platz doch ab? Ja, ich denke schon ganz. Das Einzige, was wir gerade machen können, ist uns irgendwie ein bisschen körperlich fit halten. Fahrradfahren, Stabübungen, Laufen. Jo, hör auf mit den Faxen. Aber ja, man vermisst den Ball sehr. Einfach auch den Spaß im Training, den wir zusammen haben. Und hoffentlich können wir das bald wieder erleben. Sehr schwer ist es für dich in der Zeit, wenn du viel zu Hause bist. Telefonierst du viel mit anderen Leuten? Macht ihr auch Videocalls? Seht ihr euch vielleicht auch ab und zu mit natürlich gegebenen Abstand unter den gegebenen Voraussetzungen? Oder wie handhabst du das? Ja, auch meistens über FaceTime. Bei mir ist die Mutter in Stuttgart. Die musste jetzt bis die Tage noch arbeiten, deswegen konnte sie auch nicht herkommen. Mein Vater war in der Elfenbeinküste im Urlaub, wollte eigentlich am 16. März wieder zurückkommen, aber das mussten wir leider verschieben, und deswegen, ja, ich sehe meine Eltern gerade nicht, aber sonst jetzt auch viel über Video, Telefonate, und ja, ich bin hier alleine. Das heißt, dein Vater sitzt aktuell noch fest, oder wie ist da die Situation? Ja, der sitzt noch fest, also wir haben den Flug jetzt einfach mal verschoben auf Ende April, je nachdem, keiner weiß, denke ich, wie es weitergeht, aber ihm tut es gerade gut in der Sonne, ich glaube, da ist noch ein bisschen entspannter, als es hier in Europa gerade ist. Deswegen, ich habe mit ihm telefoniert, ihm geht's gut, und ja. Okay, dann hoffen wir, dass es bald wieder, oder dass er bald wieder zurück nach Deutschland kommt und vor allem wohlbehalten. Ben Fülle wollte wissen über Instagram, wie sieht euer Alltag in der Quarantäne aus? Josh, was machst du so, nachdem du aufgestanden bist morgens? Ja, wir haben ja jeden Morgen um 11 haben wir das Training. Meistens werde ich schon etwas früher geweckt durch den Nachwuchs zu Hause. Ansonsten ist es ja so, dass ich mit Leon zusammen eine Initiative gegründet habe. Und ja, da fällt zurzeit auch relativ viel an. Die ganzen Spenden, sage ich mal, ja, zu verwalten, dann noch die ganzen Anfragen zu checken und dann auch, sag ich mal, verantwortungsbewusst zu entscheiden, wohin das ganze Geld am Ende sinnvoll fließen wird. Von dem her ist es wirklich so, dass man momentan viel am Telefon ist, dann natürlich auch versucht, mal zu Hause bei der Familie anzurufen, bei Freunden anzurufen. Serge ruft jeden Tag an, von dem her wird einem nicht langweilig. Serge, von dir wollte Christian Böhr über Instagram wissen, wieso änderst du so oft deine Frisur? Jetzt hast du ja relativ kurze Haare. Ich bin sehr spontaner Mensch, glaube ich, so je nach Lust und Laune. Wenn ich mal was
gesehen habe, was ich gerne ausprobieren würde, dann mache ich das einfach. Und wenn es mir nicht mehr passt, dann denke ich 2-3 Tage drüber nach. Jetzt bei meinen langen Haaren hatte ich einfach keine Lust mehr, ein paar Tage. Und dann habe ich gesagt, ja, schneide ich es ab und fertig aus. Es ist immer so Lust und Laune. Ist jetzt gerade aber schwierig, oder? Thema Friseur. Wie machst du das? Das ist richtig schwierig. Meine Seiten müssten mal wieder ein bisschen kürzer gemacht werden, aber ich glaube, da muss ich jetzt für ein paar Wochen durch. Zum Glück sieht mich ja auch nicht so jeder. Josh hat, glaube ich, schon ein paar Frisuren gesehen. Was hat dir am besten gefallen? Lange Haare, jetzt die kurze Version oder was ist die Lieblingsvariante bei Serge? Ach so, kurze Version eigentlich. Ganz schnittig. Gefällt mir gut. Erinnert mich immer an den Serge Gnabry aus der U15, mit dem ich damals zusammen gespielt habe. Da habe ich gute Erinnerungen dran. Von dem her finde ich die Frisur ganz frisch. Blond hattest du ja zur Werder Bremen-Zeit. Benito 03 will wissen, vermisst ihr eure Teamkollegen? Wir haben es ja vorher schon gehört, ihr seht sie ab und zu im Cyber-Training, aber man ist ja dann doch nicht im täglichen Austausch, im täglichen Kontakt. Joshua, wie ist das? Ja, allgemein denke ich, merkt jeder von uns, dass so ein gewisser sozialer Umgang fehlt. Bei uns ist das auch so, wenn das plötzlich wegbricht, dass man eben nicht mehr jeden Tag mit 20 anderen Jungs, sag ich mal, auf der grünen Wiese steht, dann fällt da schon was weg, sag ich mal. Das hat ja auch den Großteil oder einen großen Teil unseres Lebens ausgemacht und von dem her ist das wie bei jedem anderen auch, dass man jetzt eben auf gewisse Dinge verzichten muss. Natürlich fehlen die einem, aber wir hoffen natürlich auch, dass man schnell wieder in das Alltagsleben zurückkommen kann, aber dafür ist es jetzt einfach vonnöten, dass man auf gewisse Dinge verzichtet. Du sagst gerade, dass dir einiges fehlt. Was fehlt dir am meisten, wenn du mal so deinen normalen Tagesablauf mit dem jetzt aktuell vergleichst? Ja, also am meisten fehlt einem natürlich das Training, der Umgang mit den Jungs, der Umgang mit dem Ball, endlich mal wieder Fußball zu spielen, auch mal den ein oder anderen Blödsinn zu reden. Der Serge, der fehlt mir auch. Aber so wie ich es vorhin schon gesagt habe, jetzt muss man halt ein bisschen, sag ich mal, verzichten, um dann hoffentlich bald wieder ins Alltagsleben zurückzukehren. Das ist ganz, ganz wichtig. Serge, du bist dafür bekannt, dass du sehr gern Musik hörst, sehr gern auch Hip-Hop-Rap. Brian möchte wissen über Twitter, welche Musik hört ihr momentan gerne und was sind deine Lieblingskünstler? Ich höre gerade echt alles kunterbunt. Ich glaube, so viel Zeit, wie wir gerade haben, ist die eine oder andere Playlist ist schon ein paar Mal durchgelaufen. Gerade gestern kann ich mich erinnern, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, XXXTentacion, wie auch immer. J. Cole, was gibt's noch alles? Alles Mögliche. Kendrick Lamar. Gibt's noch irgendwas anderes, wie du deine Zeit vertreiben kannst? Ist ja dann doch relativ viel Zeit, die ihr zur Verfügung habt, wie du schon sagst. Auch, ich glaube, viel Fernsehen schauen. Ab und zu mal ein bisschen übers Internet irgendwelche Pianostücke einstudieren, die nicht gut klappen. Irgendwelche Sachen lesen. Wie gesagt, viel telefonieren mit Freunden, die ja natürlich auch alle zu Hause sind, Familie und ja, irgendwie die Zeit verstreichen lassen. Und ich glaube, es ist schon ganz wichtig, dass wir diese Trainingsroutine haben, dass wir jeden Morgen um 11 dafür eine Stunde oder ein bisschen mehr zusammen sind und trainieren und ansonsten viel schlafen und PlayStation, I don't know, mir fällt auch nichts mehr ein. Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ich bin vor kurzem mal hier an der Säbener Straße vorbeigegangen. Das war, glaube ich, noch vor 10 Tagen, 12 Tagen. Da habe ich euch draußen hinten mal Fußballtennis spielen sehen. Geht jetzt alles nicht mehr. Schade eigentlich auch. Habt ihr zu Hause irgendwie einen Garten, wo ihr mal ein bisschen was mit Ball auch machen könnt, Josh? Ja, also ich habe hier einen kleinen Garten. Allein ist es natürlich immer schwierig, was mit dem Ball zu machen. Man kann mal ein bisschen Ball hochhalten. Ansonsten geht leider nicht so viel. Aber so wie du sagst, vor ein paar Tagen oder ja, vor einer Woche, da konnte man wenigstens noch ein bisschen Fußballtennis spielen. Das ist jetzt leider auch weggebrochen. Es fehlt schon, mal gucken, wie es jetzt weitergeht, die nächsten Tage, die nächsten Wochen. Keiner weiß also genau, was passieren wird, aber auch wir müssen da leider die Füße etwas stillhalten. Serge, du hast das Fitnesstraining angesprochen. The Real Thomas 03 nennt das sich auf Twitter. Wollte wissen, was ist deine Lieblingsfitnessübung? Also was würdest du empfehlen? Wie kann man sich zu Hause am besten fit halten? Neben vielleicht Laufen, Joggen? Boah, ganz schwierig. Ich muss sagen, das Fahrradfahren mit den Intervallen macht sogar ganz, ganz gut Spaß. Da kommt man richtig ins Pumpen. Ja, man merkt richtig, dass man was macht. Spaß machen. Spaß machen nach dem achten Durchgang tut es auch nicht mehr, aber
Ansonsten Stabi-Training, Liegestütz, Sit-Ups, viel Dehnen, so Dinge, an denen man vielleicht ein bisschen arbeiten kann, gerade jetzt so für uns oder für mich speziell, da ich nicht gerade der Gelenkigste bin und da ein bisschen vielleicht mehr mache. Yoga. Yoga irgendwie. Yoga ist gut, machst du Yoga? Ja, ein bisschen. Einmal die Woche gerade. Ja, was viele von dir natürlich auch wissen wollten, Serge, kochst du zu Hause? Du hast ja deinen Signature-Move, deinen Torjubel, der auf dem Platz ganz gut funktioniert. Wie schaut es in der Küche aus? Tommy von hier wollte das zum Beispiel wissen, über Facebook. Ja, echt ganz mies gerade. Also als Alleinlebender ist es gerade für mich nicht so easy. Ich versuche mich irgendwie durchzufüttern. Hoffe auch, dass Josas Freundin mir mal einen Eintopf vor die Türe stellt und nicht immer alles für sich behält. Und ansonsten, ja, Restaurants, Takeaway, selbst kochen tue ich jetzt nicht. Josh, wie sieht es bei euch zu Hause aus? Ich habe auf jeden Fall von Serge noch vegane Burger im Kühlschrank. Ich weiß nicht, ob du die noch brauchst. Die sind noch... Ich habe noch welche. Die waren noch übrig. Kannst du gut kochen? Können, weiß ich nicht. Also ich nicht. Muss ehrlich sagen, versuch's jetzt zumindest gerade. Meine Freundin ist eher dafür zuständig. Was ich sehr gut kann, ist morgens ein Müsli. Das mache ich überragend. Ansonsten gibt es abends auch mal Brotzeit, mittags oder auch mal abends kocht dann meine Freundin. Das macht eher sie, weil sie das dann doch besser und schneller hinbekommt als ich. Ist ja vielleicht auch die Zeit, in der man ein bisschen experimentieren kann, gerade beim Sport und auch beim Kochen. Wir haben noch eine Frage über YouTube bekommen, die ist auch ganz interessant. Josh, die geht an dich. Kimmich, Joshua Kimmich, was sagst du zum Style von Serge Gnabry? Top, also passt sehr gut zu ihm. Er kleidet sich ja oftmals auch, sag ich mal, für mich als Normalbürger, sag ich mal, etwas mutig, etwas auffälliger. Ich sage, an mir wird es jetzt vielleicht nicht so gut aussehen, aber ich denke das auch immer mit einer sehr großen Selbstverständlichkeit rüber, als wäre das Normalste der Welt. Und von dem her wirkt das doch immer ganz cool. Speziell seine Handtaschen gefallen mir immer ganz gut. Serge, ich gebe die Frage einfach mal zurück, dann kannst du direkt mal antworten. Was sagst du zum Style von Joshua Kimmich? Als Normalbürger sehr, sehr gut. hält sich immer an die einfachen Regeln. Wenn er sich mal Mühe gibt, was echt selten ist, was ich sehr schade finde, dann sieht er echt gut aus. Ja, könnte sich öfters mal Mühe geben. Nehmen wir auch so mit. Maxi wollte wissen über YouTube, was war euer persönlicher Lieblingsmoment in der Zeit beim FC Bayern München, Josua? Mit Serge jetzt zusammen? Gerne, ja, oder auch abgesehen davon. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir zusammen das Double gewonnen haben. Meisterschaft und Pokalsieg innerhalb von einer Woche. Ansonsten ja, hatten wir schon einige coole Momente, muss ich sagen. Serge, wie schaut es bei dir aus? Was war der beste Moment mit dem FC Bayern München? Ja, definitiv auch die zwei Titel, die wir zusammen gewonnen haben. Ich sag gerade so mit der Historie, dass wir in der Jugend zusammen gespielt haben und jetzt wieder in einem Team sind. Das, glaube ich, macht das Ganze nochmal spezieller und ja, dass man einfach jemand hat, mit dem man sich super versteht und das einfach immer Spaß macht. Und ja, wir gemeinsam an Zielen arbeiten, da er ja, sag ich mal, sehr, sehr ehrgeizig ist, mich da auch oft immer mitzieht, was mir auch ganz gut tut. Und ja, das würde ich so sagen. Aber definitiv die Titel und hoffentlich bald auch eine Champions League mit dem ganzen Team. Josef hat es vorher schon angesprochen mit der Solidaritätskampagne und auch eine ernste Frage, die mit Sicherheit die aktuelle Situation auch ganz gut beschreibt. Ihr habt euch ja als Spieler vom FC Bayern München auch dazu bereit erklärt, neben dem Vorstand und auch den Aufsichtsräten eben auf 20% des Gehalts zu verzichten. Da passt eine Frage ganz gut, die über Instagram kam. Wie schafft man es trotz dem vielen Geld so bodenständig zu bleiben? Josef, was ist da dein Rezept? Ja, ich glaube, ob man bodenständig bleibt oder nicht, ist schon eine Sache von Werten, was einem persönlich wichtig ist. Ja, es ist jetzt schwierig für einen selbst zu sprechen, ob man bodenständig geblieben ist oder nicht, aber ich glaube, ich kann dafür sehr schön mich sprechen, dass wir beide doch noch recht normal geblieben sind. Ich hoffe, dass wir mit beiden Beinen auf dem Boden stehen
und ja, wir gewisse Werte vertreten und die auch nach außen hin tragen. Wir sind uns darüber bewusst, dass wir auch Vorbilder für andere sind und dementsprechend versucht man sich natürlich auch ja, zu verhalten. Ich glaube, ihr macht auch relativ viel zusammen in der Freizeit. Mitzi 45, auch über Instagram eine Frage. Serge geht an dich. Mit wem aus der Mannschaft hängst du am meisten ab? Ja, definitiv Joshua. Dann viel mit David. Ab und zu Leon, Niklas. Ja, das würde ich schon so sagen. So die Crew oder die Jungs, mit denen ich am meisten abhänge. Kam auch eine Frage rein, was denkt ihr, was ist denn der Generation, die jetzt gerade so beschrieben wird, die 95er und alles, was ein bisschen drumherum ist, Joshua, was glaubst du, ist da noch möglich, sportlich? Ja, möglich ist vieles, weil wir natürlich auch selber wissen, dass wir so viel noch nicht gerissen haben. Serge wurde U21 Europameister. Wir haben zeitgleich den Confed Cup gewonnen, von dem haben wir schon, sag ich mal, kleinere Erfolge gefeiert, aber wir möchten natürlich gerade für die Nationalmannschaft und für den FC Bayern München noch große Titel gewinnen, also gerade in Sachen Champions League und Titel für die Nationalmannschaft, da haben wir noch große Ziele. Wir werden alles dafür geben und werden versuchen, ja, auch mit unserer Generation, sag ich mal, eine Zeit für den FC Bayern München zu prägen. Josh, nochmal kurz auf die Kampagne zu sprechen, die ihr auch zusammen gestartet habt und auch eben die Aktion ja, komplett beim FC Bayern München mit diesem 20% Gehaltsverzicht der Spieler, der Vorstände, des Aufsichtsrats. Was waren da die Beweggründe? Ich habe vorhin schon mal das kurz angedeutet, dass man als Fußballspieler, sage ich mal, auch eine gewisse Verantwortung trägt, dass wir auch die Reichweite haben, um in Sachen Solidarität voranzugehen. Und ja, Leon und ich oder jetzt das Team FC Bayern München hat sich natürlich überlegt, wie man helfen kann, sowohl den eigenen Mitarbeitern als auch, sag ich mal, der Gesellschaft, jedem da draußen. Und ja, deshalb haben wir diese Initiative gestartet und hoffen, dass wir somit sehr vielen Menschen helfen können, die eben in dieser Zeit Hilfe benötigen. In dieser Zeit braucht man vor allem Hilfe und vor allem auch Entertainment. Hast du noch einen sehr guten Tipp, Serge, wo du sagst, wenn es mal ganz langweilig wird, wenn man gar nichts mehr zu tun hat, irgendein Spiel, irgendein Buch, irgendein Film, das du zurzeit empfehlen kannst? Ja, definitiv. Lieblingsfilm Storm the Yard. Okay. Liest du zurzeit was, irgendein Buchtipp oder irgendwelche Podcasts, die du zurzeit viel hörst? Ich hatte mit Martin Luther angefangen, habe aber bis jetzt noch nicht viel weitergelesen gerade. Werde ich aber wahrscheinlich in den nächsten Tagen vor Langeweile wieder aufnehmen. Joshua, bei dir hast du noch irgendwelche Entertainment-Tipps, Filme, Bücher, Podcasts? Also Filme, für mich der absolute Lieblingsfilm, der Film, der immer geht, ist Gladiator. Ansonsten Buchvorschläge. Ja, ich lese ganz gern die Bücher von Harlan Coben. Da gibt es einige gute. Ansonsten ja, ein paar Bücher von Sebastian Fitzek kann ich auch empfehlen, aber Harlan Coben ist da meine Nummer eins. Sehr gut. Jungs, ich bedanke mich für eure Zeit. Ich hoffe, dass wir uns bald hier wieder an der Säbener Straße, vor allem gesund an der Säbener Straße sehen und dann auch wieder auf dem Platz. Euch alles Gute, vielen Dank für die Zeit und wir hören uns bestimmt bald wieder. Vielen Dank, bis bald, bleibt gesund. Tschüss. Ciao, ciao.